Hallo liebe League of Legends Spieler. Heute lollen wir mal wieder. Mit mir im Team ist der Suab, spielt den Alistar. Hallo. Die Oschel spielt die Morgana und zwei Random. Und ich probiere mich heute mal an dem Maokai. Ist nicht gerade mein Favorite-Charakter, aber mal sehen, wie weit ich komme. Der Maokai ist ein Nahkämpfer und Tank. Und dies ist kein High-Elo-Spiel, sondern wir spielen hier in einem ziemlich kleinen Level. Daher sind die Gegner meistens jedenfalls nicht gerade so stark. So. Als erstes kaufe ich mit dem... ersten Schuhe. Und Rüstung. Als Fähigkeit hat er, immer wenn in der Nähe ein Zauber gesprochen wird, entzieht er diese Energie und erhält so weitere Ladungen. Und nach 5 Ladungen ist der nächste normale Angriff. 48 wird er wieder ein bisschen geheilt. Erste Fähigkeit ist ein Schmettern. Er macht eine Schockwelle, die allen nahestehenden Gegnern zurückstoßen. 70 Schaden macht. Zweite Fähigkeit, verwandelt sich der Maokai in eine Wolke und fliegt schnell den Gegnern entgegen. Und als dritte Fähigkeit macht er so einen kleinen Setzling, schießt er ab, der dann in die Nähe von den Gegnern sich bewegt und explodiert. Und nicht bei den Körner? Ah, doch, jetzt. Dein Team hat den Steinbruch eingenommen. Als erstes muss man gucken, ob man die 3 Punkte hat. Wer 3 Punkte hat, ist ein Vorteil und die anderen kriegen einen Abzug. Der Gegner hat den Knochenhof eingenommen. Dein Gegner wurde getötet. Ihr habt einen Gegner getötet. Das da war natürlich sehr dumm, hier einfach nach oben zu wackeln. Er hätte dann besser zurückgehen, der Gegner. Das war ein typischer Anfängerfehler. Und das war der Turm unter ist. Die kleine Setzlinge kann man gut benutzen. Siehst du, der andere Maokai hat so einen Setzling in den Busch geworfen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Hier sind nicht besonders gut im Spiel, aber ich noch ein paar Vasalle mit. No lebe. Dein Team hat das Vorlauf eingenommen. Wenn ein Turm mal belagert wird, dann tut man einfach die Vasalle pushen. Wenn man mit vielen Vasallen kommt, dann kann der Gegner meistens auch nicht viel machen. Das ist auch ein sehr dummer Fehler. Ein Gegner wurde getötet. Am Turm anzugreifen, wenn man das tut, dann sollte man versuchen, den Turm einzunehmen. Wenigstens mit einem. Dann klappt sowas auch. Aber so. Und du dir den Punkt. Ja. Thank you.
Danke, Wulli. Ein Verbündeter wurde getötet. Bleib hier. Der gegnerische Nexus ist noch zu 75% getötet. Ich verteidige. Der geht oben an den Punkt. Ich gehe oben hin. Maus ist ein Portal. Oder wo ist denn hin? Gegner hat die Raffinerie eingenommen. Was kriegst du denn? Oh, der ist hartsam. Ja, das war Heilung. Es sind noch ziemlich viele Vasalle, die runtergehen. Ein Verbündeter wurde getötet. Na komm, ich jetzt kommen hier eine Vasalle hier an. Das hat weh getan. Da hat er genau durch die Ulti gefällt. Dein Team hat den Knochenhof eingenommen. Ein Gegner. Normalerweise würde ich ja verteidigen. Aber wann dann jetzt? Gegner hat den Steinhof eingenommen. Komm gleich da. So, macht was gut und holt oben den Turm. Dann gehe ich lieber gucken, dass der nicht gestört wird. Kommt nämlich ein Lux auf ihn zu. Ein Gegner wurde getötet. Und das hat er geklappt. Der Gegner hat das Tor noch eingenommen. Nee, ich war unterhalten. Gegnerische Doppeltötung. Das war schlecht. Dein Team hat die Raffinerie eingenommen. Aber schaut noch die Anfangs. Sachen an. Ich war noch gar nicht auf. Steinbruch eingenommen. Der Gegner hat die Windmühle eingenommen. Gut am Sterben ist, man kann kaufen. Ein bisschen Geschwindigkeit. Der Gegner hat den Knochenhof eingenommen. Ein Verbündeter wurde getötet. Schnell zu dem Punkt. Die Vasalle. Dein Team hat das Vorlauf eingenommen. Brauchen wir nicht zu pushen. Ist niemand am Punkt da. Deswegen kann man unser Verbündeter hat Angst. Der ist unten überfordert. Der gegnerische Nexus ist noch zu 50% intakt. Dein Team hat die Windmühle eingenommen. Durch die Mitte hol ich mal noch den Buff. Der Gegner hat den Steinbruch eingenommen. Komm ich hier vorbei. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Oh, jetzt kommt der Gräß in die Lux. Doppeltötung. Ja! Blutrausch. So, die holen da hinten den, ich hol hier den. Hier ist, man bezeugt ein Feld, der die verbündeten Einheiten beschützt. Wenn man das vorzeitig abbricht, macht der statt Feld macht dann Schaden. So, das ist unser. Dann wacht die auch schon da oben mit vielen. Da komme ich dann mal zur Hilfe. Ja, gegen vier hatte ich jetzt. Ein Verbündeter wurde getötet. So, aber das war eine schlechte Idee, gegen drei oder vier Stück. Oh, für super's wert. Nee, das stirbst auf jeden Fall. Selbst wenn du nur. Wenn der Turm da gewesen wäre, dann wäre das okay gewesen. Aber so. Turm war schon weg. Ah, da hast du ja auch noch so viele Spiele nicht hinter dir. Der gegnerische Nexus ist nur noch 25% intakt.
Dann kann man, wenn sowas ist, kann man lieber Vasalle pushen. Anstatt in die Gegner reinzuhüpfen, da hat man dann mehr von, weil die Vasalle dir helfen, den Turm zu kriegen. So. Ganz oben den Turm noch holen. Ja, ja, ich bleib hier. Ja, ich denke, jetzt ist sowieso Ende. Da ist niemand. Ah, der Volleyball kommt hoch. Aber bis der da ist, hab ich den Turm eingenommen. Hier rum. Ne, der geht den Bach holen. Hey, ich geh den mal besuchen. Nee, wenn man so wenig Türme und so wenig Punkte hat, den Buff dann holen zu gehen, ist... Unterwegs, immer kann man immer die Halbenschrei nehmen. Bist du, da bin ich, hab ich schon wieder. Gegnerische Doppeltöter. Er hat mich getroffen. Ah ja, das hast du mich. Ah, ist aber eine gute Statistik, 12-1-8. Doch ganz nett. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss.